Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Test Hawken. Ja, was ist Hawken? Es ist ein Free-to-Play-Shooter, wie ich schon das selber mit Warface gemacht habe. Nur, dass es dieses Mal mehr in die Richtung Mechanic geht. Ja, ihr seht schon im Hintergrund hier. Die sehr schönen Roboter dürfen wir gleich steuern in einem klassischen Battle und ich würde sagen, wir wählen dann mal das Team Deathmatch aus. Also es gehört zu der letzten Testreihe, wie auch schon in Warface. Nur dass es demnächst nicht so viele Tests mehr geben wird. Das ist jetzt einfach nur die Ausnahme, weil das mir gefallen hat, aber ich werde euch natürlich auf den Laufenden halten, sobald mir noch ein Online-Shooter sehr gut gefällt. Ich würde sagen, dieser Shooter sticht hinaus, da halt ein wenig anders ist als die restlichen Shooter, wegen seinen, wie ihr jetzt schon seht, wenig anderen Spielsystem. Wir haben hier rechte Maustaste, linke Maustaste und das Maschinengewehr auf der rechten Maustaste eine Rakete. Und ich habe auf Q gedrückt, wenn ich einen Gegner gesichtet habe. Habe ich aber nicht, habe ich jetzt nur das Testzeug gemacht. Da sehe ich schon mal, geht schon ab. Oh ja, da ist einer. Oh, da habe ich aber schon hier einen Assist gegeben. So, man kann, wenn man die Jump-Taste... Oh Gott. Ah, jetzt hat er da so ein Schild gemacht, da kann man jetzt einfach mal durch. So, habe ich schon einen gekillt. Sehr gut. Ich bin in dem Spiel eigentlich allgemein nicht so schlecht. Ja, da habe ich ihn voll getroffen hier. So. Oh, da ist noch ein Gegner. Oh Gott, wo unten in der Mitte sieht man das Leben. Ah, da habe ich ihn sogar noch gekriegt, ey. Dann werde ich jetzt mal hier so einen Trick. Oh, komm mal hier von hinten. So, haha, habe ich dich hier. Was ist mit dir, hä? So, den habe ich hier Assist gekriegt, ey. Was ist das denn? So, er sieht schon. 9 seconds remaining. Okay, jetzt bin ich hier so einem richtig geilen. Zum Start ein Spiel beigetreten. Da hinten ist noch was. Wieder weg. Okay. Ja. Ich bin jetzt noch. Oh, wir haben verloren sogar. Mit 2 Kills. Auf jeden Fall. Habe ich uns ja noch was gebracht. So. Haben sie schön gemacht. Aber wenn ich die Hälfte nicht gesehen habe. Ja, die haben, wie es aussieht, alle denselben Robot gespielt. Da wurde der Hintergrund noch repariert. So. Wir hatten... Hab schon insgesamt 22 Kills. Wie das denn? Oder sind das... Achso, das sind XP-Punkte. Okay. Stats hier. Multikills ein. Okay, ich habe das Spiel auch gerade jetzt da runtergeladen. So. Time until next match. Ist ja jetzt gleich schon wieder. Also können wir in der Lobby auch drin bleiben. Ja. Ich hoffe hier. So, egal. Ja, mir gefällt das Spiel auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt habe ich das schon sehr oft gesagt, weil ich nicht genau weiß, was ich hier sagen soll. Wenn ich kein Spielszenen habe. Die Grafik gefällt mir sehr gut, das kann ich sagen. Das hier sieht ein bisschen komisch aus, aber in-game ist die Grafik einfach nur genial. Und in Zusammenarbeit mit dem Cockpit ist das einfach nur sehr schön alles. So, ready. Jetzt sind wir hier wieder in der Lobby, oder was? Gott. Ich dachte, next match. Okay. Dann wohl nicht. Ich wäre sehr verbunden, wenn jetzt hier mal alle auf ready drücken. Komisch. So. Nehmen wir mal den hier. Der sieht cool aus. Na, nehmen wir den. Das sieht ja schon mal sehr cool aus. Was hat der? Ah, die habe ich schon ge... Oh, ist das schon ein Gegner? Ja. Wieso sieht nicht?
Update-Logs. Was ist das da? Holographisches Visier. Hilfe. Ich kann nichts sehen. Wo habe ich drauf gedrückt? Achso, Match starts, okay. Wow. Okay, los geht's. Oh Gott, okay, ich zerstöre mal gerade hier alles. Okay, es spielt auf jeden Fall, wie man hier unschwer erkennen kann, in der Zukunft. Da hier alles sehr futuristisch gestaltet ist und da auch Straßenschilder waren. Ist das hier wohl eine Stadt? Muss sagen, die Gestaltung ist sehr gut und man sieht ja auch die Grafik. Ja, okay. Man kann natürlich halbwegs das alles erkennen. Aber man muss auch dazu sagen, das ist free to play. Und man hat ja diese geniale Cockpit-Grafik. Die ziemlich geil gelöst worden ist, wenn ich ehrlich bin. So. Wo seid ihr denn hier, klein? Homos. Hallo, zeig dich doch mal. Enemy Kills haben wir schon. Geht doch gar nicht. Hilfe, ich fühle mich hier so. Ich fühle mich hier so beobachtet. Als ob schon. Und dann hier rumcampt und wartet darauf, bis ich irgendwie mich in die perfekte Position begebe. Ich krieg die ganze Zeit Schaden. Wie man unten in der Mitte sieht, man hat. Warte mal, ich glaube auf C, genau, gedrückt halten, kann man sich kostenlos reparieren lassen. Jetzt denkt man sich, ja, wie overpowered ist das denn, aber es dauert relativ lange, beziehungsweise es ist viel effektiver, abgeschossen zu werden. Manche Vollspacken, um es mal so zu nennen, machen das, aber man sieht an ihren Stats am Ende, dass es ihn nicht gebracht hat. Im Gegenteil, die machen sich dann nur zum Affen, wenn sie sich mitten auf dem Schlachtfeld reparieren. Sag mal, bin ich irgendwie... Ja, das kann doch nicht sein, dass sie schon 3 Kills haben und ich... Ach, da, da kriegt einer Schaden. Das ist, oh mein Gott. Wie schön... Oh Gott. Oh. Mein Gott, waren das viele. Oh mein Gott. Wer werden da wohl gerade? Dann bin ich auseinandergenommen, dann nehme ich mal hier den Oberbaus. Gott. Er hat aber dieselbe Scheiße. Ich hoffe mal, die Margin Guns machen da mal ein bisschen mehr Schaden. Schießt du da nicht ab, du Honk? Das sind meine. Oder habe ich einen schon eliminiert oder einen Assist gekriegt? Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Hier gammelt doch, glaube ich, einer. So. Ja. Dann haben wir ja mal ein wenig was erreicht. Waren ein paar Kills abgestaubt. Reparieren wir uns mal hier gerade. Das finde ich eine ziemlich praktische und auch sehr gute Idee. Sich da einfach mal zwischendurch reparieren. Ich finde aber ehrlich gesagt gerade gar nichts. Ich glaube, die wollen dann auch ein wenig hier verarschen. Oh. Was willst du eigentlich hier? Komm, jetzt gammeln wir hier alle. Ist ja super. Jetzt muss ich mich nochmal hier reparieren. Irgendwo. Wie schon gesagt, es ist einfach sich Deckung suchen und reparieren ist einfach die beste Lösung. Oh, da ist einer. Gehen wir hier mal den offizielleren Weg. Oh Gott, da ist schon einer. Okay. Der hält mir ehrlich gesagt zu viel aus. Muss ich erwarten, bis der fertig ist. Geht doch. Oh mein Gott.
Das war jetzt gerade schon, muss ich sagen, sehr aufregend, weil ich einfach nur mich reparieren, beziehungsweise meine Waffen waren überhitzt und da musste ich warten, bis die wieder einsatzbereit waren. Aber wir haben aufgeholt, sehe ich hier gerade mit Kills. Du stirbst noch, geht doch. Ja, du stirbst auch noch hier, du entkommst mir nicht. Ach so, ich dachte, das wäre der. Ist natürlich jetzt geil. Dann kann ich hier mich jetzt mal reparieren. Mein Gott, ich muss echt sagen, GG, also dafür, dass wir mit 6 zu 5 Kills am Anfang zurücklagen, haben wir noch sehr gut aufgeholt. Und hier ist ein Gegner, okay, sehen. Dieser Honks, ey. Geht doch. Gott, ich fahr hier sonst wohin. Okay, da hat einer natürlich sehr intelligent sein Schild gesetzt. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier extra Waffen hier, irgendwie sowas wie eine Rakete. Oh. Ja, okay. Erstmal geil daneben. Und ich bin gestorben. Bumm. Das sieht auch ziemlich cool aus, haben sich witzig überlegt und das Spiel ist mal wieder viel zu laut. Ich hoffe, das hört man wieder nicht in der Aufnahme mit Audacity. Ja. Nehmen wir mal den hier. Oh Gott. Okay, das ist der. Sieht auch ordentlich aus. Den habe ich schon mal gespielt. Ich habe das Spiel schon mal vor all. Ja, das ist geil. Ach, scheiße. Den spiele ich ehrlich gesagt sehr gerne, weil der halt ziemlich mit seiner Secondary da, mit seiner rechten geilen Sniper viel zu viel Schaden macht. Spielen wir den einfach nochmal. Wo geht das Battle denn ab? Das war witzig. Oh. Natürlich mega geil, dass ich da jetzt genau spawne. Okay. Ja. Kann man irgendwie auch. Ah, okay. Mausmitteltaste sucht man rein. Das muss aber auch bei so einer Sniper sein. Ich weiß nicht, ob es bei den normalen Robotern auch geht. Das wäre natürlich cool. Wobei ich ehrlich gesagt das eigentlich auch wiederum nicht so cool fände, denn sowas sollte eigentlich für den Sniper hier. Ja, ich glaube, da habe ich zu wenig Leben, ja, hätte ich nicht reingehen sollen. Tja. Nee, was ich sagen wollte ist, ich finde sowas sollte einfach für den Sniper vorenthalten sein. Denn sonst bringt dir die Klasse ja eigentlich an sich nichts. Wenn du nur die Wumme dadurch neu kriegst, ist das ja. Der hat's jetzt ziemlich verarschen, genau dafür ich. Oh. Okay, das ist cool. Der Effekt, den haben nicht alle Spiele. Ehrlich gesagt sogar nur sehr wahrscheinlich wenige. Schieß doch. Gott. Ja, da habe ich ihn sogar, Gott, eliminiert. Dann müsste ich mich jetzt aber nicht mal gerade hier drunter stellen und reparieren. Ich merke gerade, wir haben verdammt wenig Zeit noch übrig, um diese Punkte da. Oh, scheiße. Oh Gott, Hilfe. Komm, für die letzten 30 Sekunden repariere ich mich nochmal und gehe voll drauf. So.
Ja, den habe ich noch mal eliminiert. Oh Gott, letzter Kill, komm. Wir brauchen nur noch eine Kill. Nein, und dann erwischt er mich. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Und er hatte nur noch so wenig Leben. Naja. Jedenfalls denke ich mal, ihr habt ja einen sehr guten Eindruck von dem Spiel bekommen. In der kurzen Zeit. Ja, ich werde mal sehen, ob ich... Ach, das sieht witzig aus. Ja, ich werde mal sehen, ob ich vielleicht noch mehrere Let's Tests dazu mache. Das heißt, zu den beiden Spielen Warface und Hawken. Und mal sehen, was die Zukunft so bringt an neuen Spielen. Und ja, ich wünsche noch einen wunderschönen Vormittag, Mittag oder Abend. Und wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt, Let's Test Warface oder Hawken. Guten Tag und tschüss.